Hobeln, fräsen, bauen. Das hessische Handwerk boomt. So sind mehr als 85% der hessischen Handwerksbetriebe mit ihrer Auftragslage zufrieden. Besonders gut läuft es im Baugewerbe. Diese Bilanz präsentierte der Hessische Handwerkstag heute in Wiesbaden. Insgesamt schaut das hessische Handwerk damit zum 7. Mal in Folge auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dennoch, auch das Handwerk hat mit Problemen zu kämpfen. Allen voran dem Fachkräftemangel. Denn immer mehr Schulabgänger ziehen ein Studium vor. Wenn über 50% der Schulabgänger ein Studium beginnen, 35% davon aber abbrechen, ist das sicher nicht die richtige Lösung für die Gesellschaft insgesamt. Und genau diese Leute bräuchten wir in der beruflichen Ausbildung. Wir sind am Handwerk dazu bereit, aber die Industrie ganz genauso. Also wir suchen da schon ein gewisses Umdenken in der Gesellschaft. Jedes Jahr hofft der Hessische Handwerkstag, mindestens 10.000 Lehrlinge auszubilden. Immerhin, im Zeitraum Oktober 2016 bis September 2017 stellten die Betriebe mehr als 10.300 Plätze zur Verfügung. Ein Zuwachs von mehr als 3% im Vergleich zum Vorjahr. Die Betriebe merken natürlich, dass über die Arbeitsagentur doch ganz wenige Leute zu bekommen sind. Das heißt also, die Bereitschaft auszubilden ist größer bei den Betrieben. Das heißt, wir könnten mit Sicherheit etwa 1.000 bis 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Auch dem laufenden Geschäftsjahr 2018 blicken die Verantwortlichen des hessischen Handwerks optimistisch entgegen. Immerhin, so Ehinger, sei ein Umsatzplus von 3% zu erwarten.